Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rocket League. Die letzte Folge war ja nicht so toll. Keine Ahnung warum. Ob es an dem Porsche lag? Es ist auf jeden Fall aufbaufähig. Oh, er greift gar nicht an. Ist das vielleicht ein Fehler? Es war ein Fehler von ihm. Sehr schön. Ah, das ist doch mal ein Beginn. Definitiv. Ich weiß nicht, warum er es tut. Aber egal. Mild Captain 701, glaube ich. Oh, jetzt habe ich nicht angegriffen. Jetzt habe ich Scheiße gebaut. Einmal so. Den Speed holen. Ja, das war nicht gut von mir. Na, er hat gut gewartet. Zeig doch nicht, alles gut. Mal weg. Aber ich muss eine Sache sagen. Ich weiß nicht. Ach, verdammt. Okay, das war sehr komisch gespielt von ihm. Okay, ich muss mal ein bisschen beobachten, wie er spielt. Aber wir müssen das mal mit dem Porsche. Ich glaube wirklich, die Mechanik bei den Autos ist anders. Und was ich euch auch mal fragen wollte ist, habt ihr das manchmal, wenn ihr mit einem Controller spielt, dass die Steuerung, also dass er manchmal, nein, ich bin so doof. Hä? Warum hat er den reingemacht? Wieso war denn der jetzt so lost? Warte mal. Okay, er war einfach lost. Das hat er gar nicht extra gemacht. Also ich kann ihn auch nicht einschätzen. Aber die Mechanik bei den Autos ist auf jeden Fall wirklich anders. Ah, leider nicht gut getroffen. Der war gut. Und rein. Da war ein schöner Bandenspielpass. Das war auf jeden Fall schön gemacht. Aktuell ja immer noch ranglos, aber ich will unbedingt den neuen Torjubel haben. Einfach mal was anderes, damit wir auch hier mal was anderes auf den Kanal sehen können. So, einmal so, kurz den Boost holen, dann den Boost holen und dann einmal reinmachen. Schön. Okay, läuft auf jeden Fall schon mal besser als letzte Folge. Obwohl, ich glaube, einen Sieg habe ich ja trotzdem in der letzten Folge geholt, aber es war jetzt nicht so berauschend. Schade. Er klaut den Boost. Ah, der war nicht gut getimed. Okay, er ist auf jeden Fall sehr motiviert. Ah, Mann. Ich habe kein Nitro. Ich habe kein Nitro. Und der war... der war fast gut gemacht. Ah, gut abgewehrt. Okay, konntest du gut verteidigen. Wie kommst du? Ah, den hat er gut bekommen. Ich wollte eigentlich einen Teilrückzieher machen. Hat jetzt nicht so geklappt. Ich sehe nicht. Ach, schade. Also er kann... Ich kann ihn sehr schwer einschätzen. Er ist jetzt... nicht gut, aber auch nicht scheiße. Zum Beispiel dieser Move, der war wieder gut, weil der war schlecht von mir positioniert. Und schlecht abgewartet. Ja, jetzt müsste ich fliegen können. Von der Wand mich abspringen und dann fliegen. Ich finde das mal so erstaunlich, wie manche das können. Oh. Okay, das hat er wirklich nicht extra gemacht. Und das ist es. Kein Tor. Das Tor gönnst du mir nicht. Wie gemein.
Das war gemein. Egal, erstes Spiel, direkt ein Sieg, perfekt. Dann gehen wir direkt mal rein ins nächste Match. So, bin wieder back. Ich glaube, ich hatte jetzt in der ersten Runde gar nicht meine Frage gestellt. Ich habe manchmal das Problem, ich bin PC-Spieler. Oh, jetzt hat er mich verwirrt. Bin PC, ich kann gar nicht reden. Wenn man hier alleine spielt, muss man immer aufpassen. Ich benutze einen Logitech-Controller ohne Kabel. Und manchmal lenkt er in eine andere Richtung. Einfach so, random. Den hat er gut gemacht. Verdammt. Ich weiß nicht, also wenn es hier PC-Spieler gibt, die das wissen, kennen, bitte mal schreiben, ob ihr wisst, wie man das vielleicht beheben kann. Also würde mich sehr freuen. Ist manchmal ein bisschen belastend in dem Game. Ich glaube, ihr versteht warum. Okay, sehr gut. Ich habe nur kein... Oh, der ist gut. Nein, den hat er wirklich abgewehrt. Jetzt habe ich keine Verteidigung. Oh, Gott sei Dank. Ah, er ist auf jeden Fall hyperaktiv. Der Looping-Echse. Ja, mach ruhig. Oh, schlecht getimed. So, kurz, damit er falsches Timing hat. Oh, nein. Ah, oh, Gott sei Dank. Dafür kriege ich nichts, dass ich ihn gerettet habe. Den habe ich auch gut gerettet. Nein, das kann nicht sein. Ah, verdammt. Nein, ich hatte ihn sogar. Okay, ärgerlich. 2-0 für ihn. Ein guter Gegner. Also für mein Niveau auf jeden Fall. Ist er selber schuld? Das ist ja, wie der Wald an mir vorbeifliegt. Sehr schön. Okay. Ah, verdammt. Ah, schön, ich habe den Boost bekommen. Ich hoffe, er macht Bockmist. Aber er macht gar nichts. Schön angetitscht. Nein! Ah, das wäre so fast schön gewesen. Oh, jetzt muss ich gucken, timen, aber er greift zuerst. Ah, der ist drinne. Der war... Okay, den habe ich gut. Langsam kriege ich es hier mit dem Timing. Schön gemacht, 2-2. Schönes Comeback. Nein. Oh, Gott sei Dank. Nein. Ich bin so lost. Aber jetzt. Oh, und rein damit. Schön. Aber das hätte eben schon das 3-2 sein müssen. Das war jetzt einfach hinausgezögert. Ah, 2-0 zum 3-2 schon mal gedreht. Lässt sich sehen. Und rein damit. Oh, jetzt aber nutze ich jede Chance eiskalt. Okay. Okay, sehr schön. Ah, schade. Aber Timing klappt schon besser. Also deutlich besser als in der letzten Folge.
Langsam gewöhne ich mich an den Porsche, glaube ich. Oder ich hatte einfach wirklich einen Abfuck-Tag. Sorry. Und nochmal anditschen. Also er hat 2-0 geführt. Jetzt spiele ich das ekelhaft runter. Sehr schön. Aber wie gesagt, ich rede nicht schlecht. Also er hat seine Fähigkeiten. Dafür kriege ich keine Parade. Schlecht. Okay, er versucht zu verteidigen. Geht da rein? Leider nicht, hat er noch bekommen. Einfach mal weg mit dem Ball. Beide dran vorbei. Oh nein! Nix da. Boah. Und er geht rein. Schön. Aber ich bin fair zum Gegner. Er hat jetzt aufgegeben. Ja, jetzt ist egal. Du hast aufgegeben. Ich hätte nicht gedanced, wenn du geblieben wärst, weil hohen Respekt. Weil das Ergebnis hast du wirklich nicht verdient. Ich habe es gut ausgekontert auf jeden Fall, aber das Ergebnis hatte er wirklich nicht verdient. So, dann gucke ich mal jetzt, wer mein Gegner wird. Weil ich will auf jeden Fall gucken, was für einen Rang ich erhalten würde alleine. Das interessiert mich wirklich sehr, was meine Qualität ist. Aber letzte Folge war wirklich, oh je. Also ich glaube, da kann ich nicht so viel erwarten. Hey. Wieder rein? Nee. Der kommt nicht drin, aber trotzdem gefährlich. Gut ausgespielt. Nicht gut gemacht. Schade. Ah, okay, klappt schon besser, dass ich... Nein! Nein, das war nicht gut. Okay. Das ist auf jeden Fall auch ein aggressiver. Er ist drinne. Er hält ihn. Ah, okay, okay, okay. Hat das schön gemacht. Muss ich zugeben, hat das schön gemacht. Er greift nicht an. Seine Schuld. Ich habe nämlich gesehen, man sieht ja, ob diejenigen stehen bleiben. Ist immer manchmal ein bisschen schwer zu sehen, denn manchmal sieht man es. Da habe ich ihn extra ein bisschen nach rechts gemacht, weil dann haben die meisten Schwierigkeiten. Vielleicht mal auch als Tipp für euch, für die noch größeren Anfänger. Wenn ihr seht, der Gegner bleibt stehen, macht gutes Timing, weil nicht mit Vollspeed machen, weil das schafft ihr nicht. Ja, jetzt wird kurz meine Stimme versagt. Aber sehr schön. Wieder ein Ergebnis gedreht. Läuft doch. Ah, schade. Und er ist drinne. Oh, jetzt aber. Schön, freut mich. Aber er hat halt das Auto. Und er ist drinne. Nein! Hat nochmal Glück gehabt. Okay, er konnte ihn wegholen. Ich habe ihn nochmal mit dem Heck bekommen. Und Tor. Ah, das ist gut. Ich bin sehr aggressiv.
dass er richtig auf Verteidigung gehen muss, weil ich glaube, den darf man nicht zum Angriff kommen lassen, weil ich denke schon, dass er seine Fähigkeiten hat. Oh, schön. Sorry, ich freue mich, weil die letzte Folge einfach ein Reinfall war, freue ich mich umso mehr gerade über diese Punkte. Ah, ich dachte, er bliebe hinten. Ah, okay. Ich habe mich gerade echt täuschen lassen, deswegen habe ich aufgehört. Aha. Ich muss aufpassen, weil es ist immer noch viel zu spielen. Oh. Und der ist drin. Boah, er hätte ihn noch fast gehabt. Gut, dass ich nochmal nachgegangen wäre. Also nachgegangen bin. Das wäre nämlich ziemlich knapp geworden. Und ja, ich werde auch demnächst wieder mit Ben Calypso. Ah, er wird ab. Okay, okay, okay. So. Ich will ein bisschen austricksen. Ich hatte leider. Kein Niveau. Mit Ben Calypso werde ich jetzt demnächst auch aufnehmen. Seht ihr ihn auch mal wieder? Schön, eigentlich mal wieder eine Parade. Ah, oh, er ist noch dran gekommen. Ich wollte mir so einen schönen Ball spielen. Okay. Und kannst du schon fliegen? Er versucht ein bisschen zu spielen. Aber ehrlich. Warte, wenn der reingeht. Ah, schade. Das hat er eben stark gespielt, muss ich zugeben. Nein. Nein. Okay, okay, okay. Hast du. Du hättest eben schon das Tor verdient, weil das hast du gerade sehr schön gemacht. Ich habe gerade ein bisschen gefettfingert. Turniersieger. Okay. Nein. Ach, Gott sei Dank. Nee, nee, du kriegst nicht. Schade. Ich werde langsam ein bisschen mutiger. Nein, nicht gut getimed. Aber ich werde mutiger, dass ich mit Dribbling und alles immer mehr versuche. Das hat er schön gemacht. Gott sei Dank war er jetzt doof. Und drinne. Okay, 7-3. Wird schwer für ihn. Er hätte eben das Ding machen müssen. Dann Stände 6-4. Jetzt hat er aufgegeben. Er haut auch ab. Ist nicht meine Schuld. Dann ist das so. Mein Geist freut sich. Und mein Battle Pass auch. Na, heißt er hier nicht Battle Pass, heißt er Rocket Pass. Ich bin zu sehr Call of Duty geschädigt. Geschädigt? Genau. No, geschädigt. Dann wollen wir mal. Jetzt gehen wir allerdings raus. Und jetzt schauen wir uns mal an. Genau. Was haben wir denn schon für Herausforderungen? Also, trifft den bei 100 Mal in Online-Spielen. Okay, das war jetzt keine Kunst. Was haben wir? Limitierte, animierte Aufkleber. Der ist bestimmt nicht geil. Erziele 10 Tore. Bla bla bla. Auch kein Problem. Ein Drop. Den werden wir uns gleich auch mal angucken. Und in der Season haben wir erstmal nichts. Haben wir jetzt schon ein paar Sachen fast fertig. Also hier kommt einiges bald. Ja, und noch 81 Tage Zeit. Also in diesen Rocket Pass werden wir auf jeden Fall mehr reißen. Und ich glaube, das nächste ist nicht. Okay, aber wir öffnen jetzt mal den Drop. Da nehme ich euch mal mit. Inventar. Gucken wir uns mal an, was sich hier drin verbirgt. Ich hoffe, was Geiles. Bitte rot. Nee, blau. Das ist das ganz Schlechte. Ungewöhnliche Raketenspur. Ja, die ist wirklich ungewöhnlich und langweilig. Die ist jetzt kein Burner als solches. Also kann man stecken lassen. Und ich bin froh, wenn ich hier auch mal andere Torjubel habe. Bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Wir werden jetzt... Was machen wir? Komm, für eine Runde ist noch Zeit. Kompetitiv? Komm. Weißt du was? Ich gehe mal in ein 2 vs. 2 rein. Oder nee, besser.
Nee, ist ja schon aktiv. Komm, wir sehen uns bei 2 vs. 2. Bis gleich. So, 2 vs. 2. CR7 ist am Start. Cristiano Ronaldo, okay. Mal gucken, wie gut er spielen kann. So, ich habe auch einen Teammate. Ich hoffe, dass die halbwegs vernünftig sind. Ihn rein. Ich mache ihn rein. Das war ein ziemlich Kuddelmuddel-Tor. Keiner wollte das Tor sehen. Nur ich. Okay, ich greife an. Ich war sogar vor ihm dran. Ich glaube, dass die nicht so gut sind. Kann ich jetzt auch schwer sagen. Komm, mach ihn rein. Und er macht ihn rein. Schön. Komm, hol dir das Ding. Sehr schön. Okay, er weiß auf jeden Fall auch, was er tut. Das ist auf jeden Fall wichtig. Oh, er hat mich weggebombt. Der Schweinehund. Okay, er versucht aber. Interessant. Er ist drinne. Nein! Das ist Pech ohne Ende. Der ist nicht verkehrt, also das, was ich jetzt gesehen habe, wie er gerade versucht hat zu fliegen, exakt die Antwort. Schön. Also er hat schon was, also er kann es noch nicht hundertprozentig, aber er ist auch nicht verkehrt. Wir lauern. Er lauert wie ich auf den Fehler des Gegners. Und wir machen ihn rein. Schöner Pass. Guter Pass. Ebenfalls schön gemacht. Aber es stimmt. Habe ich ja mal bei Facebook gelesen, dass hier und da jemand gesagt hat, dass die einfach nicht mehr so schreiben, wenn was gut war. Stimmt, das haben die Leute damals deutlich mehr gemacht. Und drinne. Auf 4-0. Also mit seinem Skill, den der eine hier am Start hat, ist das wirklich hoch. Aber dann ist das so. Der kommt gefährlich. Ah, da ist er rangekommen. Und der geht rein. Schön. Der war gut. Schön gemacht. War richtig unhaltbar in die obere Ecke. Schade. Den machst du rein. Nein, schade. Genau, bring ihn rein. Ärgerlich. Und drinne. Wollt er mir das Tor stibitzen? Ah, 6-0. Ich denke, jetzt hauen die ab, oder? Was machen sie? Bleiben die? Sie bleiben. Schöner Pass. Und den machst du rein.
Schön. Okay, 7-0. Ich hätte noch abgesaved. Aber trotzdem Respekt, sie bleiben. Also wenn er mal die Chance hat, ist er nicht verkehrt. Dann hauen die so ein Ding raus. Verstehe ich nicht. Dann macht er mal... Das verstehe ich nicht. Schade, sie haben jetzt ihren Ehrentreffer, hätte ich gern verhindert. Aber jetzt haut er so ein Ding raus. Oh. Sehr schön. Da hätten sie fast das zweite Tor gemacht. Komm, bring die Vorlage irgendwie rein. Drin ist er. Und er müsste auch Torvorlage bekommen. Ja, die sind... Ist wirklich schwer zu sagen. Entweder die sind so dabei, dass sie sagen, Arsch lecken, wir wollen einfach nur versuchen, fliegen zu lernen. Weiß ich nicht. Ich bringe ihn rein. Und er macht ihn nicht schade. Schade, schade, schade. Oh, sorry. Der eine ist jetzt weg. Schade. Ich war jetzt auch nicht mehr so konzentriert, bin ich ehrlich. Aber er hat aufgegeben. Kriegst du meinen Feenstaub? Keine Ahnung, warum ich darauf komme. So. Oh, Gold 2 Spieler waren das. Okay. Ich gehe mal zurück. Habe ich irgendwas an Herausforderungen? Ich habe leider Nickes. Oh, erziele 100 Hereingaben. Einer fehlt. So schade. Dann würde ich sagen, das war's für die Folge. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. War sehr, sehr gut. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Hier könnt ihr nochmal schön... Oh, da ist der Ball. Kann man schön sehen hier. Ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Gibt es diese Arena eigentlich auch zum Spielen? Sieht komisch aus. Kenne ich die? Die ist neu, kann das sein? Sieht auf jeden Fall cool aus. Aber jetzt, ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao. If the sky is breaking down, if the lightning comes to strike, I'll be the projection on the wall that it lies. I care so long, just look into the sky and follow the lights. My fate and my own.